Hallo Leute, und weiter geht's mit dieser krassen Ruine, beziehungsweise dem Dungeon im 17. Part, ne? Und hier gabeln sich die ganzen Wege und wir haben keinen Surfer. Da müssen wir wahrscheinlich wieder zurückkommen, wenn wir dann Surfer haben. Oder eventuell gibt's eine Brücke, die sich dann durch verschiedene Schalter aktivieren lässt. Das wäre doch auch eine Option. Wer weiß. Ich habe letzten Part das eigentlich schon ziemlich abgefeiert mit dieser Ruine bzw. diesem Dungeon. Und das sieht richtig super awesome aus, so richtig mysteriös. Und ja, das ist wirklich brutal. Ah, wenn man vom Teufel spricht, sogar das Wasser wird abgelassen, ne? Wenn man vom Teufel spricht. Aber wenn man vielleicht Surf hat, kann man da vielleicht noch was machen. Also, das ist wirklich sehr gut gemacht, muss ich zugeben. In der Mitte war ja das. Das heißt, ja, man muss mal später mit Server zurückkommen, weil dann kann man hier oben das Item abgreifen. Mit großer Wahrscheinlichkeit. Aber jetzt geht das halt noch nicht, ne? Dum, 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 dum. Wie lange müssen wir eigentlich noch laufen? Ist das so ein Trollversuch der Hacker? Dass der Schutz ausgeht? Oder so? Ja, hier muss man definitiv surfen. Oder nein, es wird abgesetzt, 100 pro. Hundertprozentig, das Wasser wird abgesetzt. Und wenn man surft, kann man auch wieder was machen. Also. Ja. Ja, klingt so, ne? Hab ich's doch geahnt. Super, oder? Super. Ich hoffe, wir sind jetzt keine Pokémon. Ja, das sieht eigentlich gut aus, dass hier keine Pokémon sind. Das würde mich nämlich richtig abkacken. Ah, dem Fall war der Schutz jetzt hier auch unnötig, oder was? Also hier jetzt. Hier in diesen Etagen. Also das Labyrinth ist wirklich gut gemacht, muss ich sagen. Hier, ja, das ist eine Sackgasse. Müssen wir ja alles so ein bisschen austesten. Boah, das ist ja ein. Das ist vor allem nur die eine Seite und ich bin dann hier noch nicht mal ganz nach unten gegangen. Super. Du, 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 du. Ich werde hier so viel verpassen, 100 Pro. Das ist schon vorprogrammiert. Hä? Wie lange gehen? Ja, nee, das. Ein Luxusball, super. Ja, ich glaube, wir haben die falsche Seite erwischt, weil. Hier scheint mir nichts mehr zu sein, nur noch Bullshit. Denke ich mir jetzt mal. Jo. Wir haben die falsche Seite erwischt, jo. Es war eine 50-50% Chance und wie es so mit meinem Glück immer steht, haben wir diese natürlich erwischt, die schlechte Variante. Aber es war ja eh klar und. Auch sonst, ich wäre eh beide Wege dann schlussendlich gegangen. Für die 100%, ne? Anders kann man es ja gar nicht formulieren. So, ja. Das ist so Tetris-Style. Muss ich zugeben, eigentlich. Das sieht so aus wie Tetris. Ist da unten vielleicht noch was? Ne, da kommt man gar nicht hin, glaube ich. So, jetzt sind wir auf der grünen Seite. Übrigens, habe ich auch noch nicht gesagt. Das sind jeweils grüne und rot-orangene Seitensteine oder. Was auch immer, Reliktsteine, keine Ahnung. Aber das ist immer so ein bisschen aufgeteilt. Das ist mir auch schon vorhin in den anderen Etagen aufgefallen. Hier ist ein bisschen linearer. Dass man hier fast. Okay, das war jetzt falsch. Aber trotzdem nehme ich manchmal den falschen Weg. Das ist so. So gut gemacht eigentlich. Ja, hier ist es wirklich recht linear. Da habe ich jetzt Glück gehabt, dass ich den Weg. Oder es wären wahrscheinlich beide Wege. Hätten zum Ziel geführt, ja. Nee, doch nicht. Es ist der Weg. Nee, oder doch nicht? Hä? Nein! Leg mich doch. Ne, so. Doch, es ist der Weg. Oh Gott. Bin ich auch den falschen gegangen. Yeah. Ah, und das ist jetzt diese Stelle hier. Hä? Genau, und hier war ja das Item. Drachenzahn. Und. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das irgendwie eine. Ah, nee, nee, das ist ja nicht so wie eine. Ja, weiß es auch nicht. Und es sind sogar Wolken im Hintergrund. Brutal, also. Das Spiel überrascht mich immer wieder. Und hier oben ist eine Pflanze. Was ist das für eine. Ah, das ist ja die Pflanze, die Gohones-Pflanze, die wir einsammeln müssen. Das muss wohl die Beere sein. Wenn du nichts dagegen hast, nehme ich sie. Ja, klar, nimm sie doch. Lütsibeere heißt sie, hä? Ich dachte, die heißt Gohones-Beere. Ich hab die Beere, lass uns gehen. Was passiert jetzt? Ein Stein, er kommt. Was macht der Stein?
Dieser Weg kommt wie gerufen. Das ist ein Weg. Ah, der bringt uns nach unten, hä? Super. Ich dachte schon, da passiert noch was. Ja, der bringt uns nach unten. Ist ein Elevator. Ein Elevator. Ja, also diese Ruine hat mir sehr gefallen, muss ich zugeben. Das finde ich richtig cool gemacht und das sieht auch super gut aus. Und ich liebe ja so Ruinen und so mysteriöses Zeug. Das gefällt mir sehr natürlich und das ist gut gemacht, muss ich zugeben. Und jetzt benutzen wir auch noch den Superschutz. Und bevor wir dann auch weiter in der Hauptstory machen und dann ins Pokécenter dort reingehen, ins riesige Krankenhaus, werden wir zuerst noch unsere Taschen auffüllen und unsere Pokémon heilen. Wenn wir ein bisschen Einkaufstour machen. Du. Jo, wie ich sehe, habt ihr die Bären? Ja. Okay, gehen wir zurück. Oh, ich setze den Torbschütze ein dann. Dann werden wir von keinem Pokémon angegriffen. Ja. Ja, wie hast du das schon vorhin gemacht? Danke. Ja, damit es ein bisschen spannender wird und wir unser Gyarados bekommen. Ja, also bekommen haben. Es könnte ruhig ein bisschen schneller fahren, wenn ich das mal so sagen darf. Du. Ja, unsere Abmachung, wisst ihr was? Vergesst es. Ich habe mich während unserer Fahrt eine Abzweigung gesehen, die ich nehmen kann. Seht's aus meiner Unterstützung für das Pokémon. Ich habe im Leben nicht viel Gutes getan. Ich wäre nicht fair von mir, auch noch ein krankes Pokémon warten zu lassen. Ich bin nicht so ein Asi, ne? Also, tschö. Ah, das bedeutet jetzt für uns, wir haben jetzt hier diese Mission erfüllt, dürfen jetzt natürlich erst wieder zurück, wenn wir Surfer haben. Und ich würde jetzt gerne eigentlich noch wissen, wo der Namensnenner ist, weil ich ja vergessen habe, meinen Gyarados einen Spitznamen zu geben. Aber das werden wir dann vielleicht mal später irgendwie finden. Aber jetzt erst kaufen wir ein. Unsere Taschen voll. Ich würde mal sagen, wir kaufen hier 27, weil das ist schon ein Muss. Und ja, Tränke brauchen wir nicht so, aber Pokebälle könnten wir nochmal 10 gebrauchen, oder? Ja, komm. Packen wir ein, ne? Haben ja das Geld. 30 Superschutz sollten mal fürs Erste reichen, weil Superschutz, ja, es ist halt wirklich gefragt. Brauchen wir halt, weil ich möchte ja nicht so unnötig euch viel von der Story vorenthalten und so lange brauchen. Ja, das war der falsche, den wir hier angesprochen haben. Haben wir das auch erledigt, den falschen Namen zu sprechen? Und jetzt, Schwester Joy, bitte heile meine Pokémon. Ja, jetzt sehen wir natürlich auch, dass wichtig ist, von dieser Ruine her, dass wir die V-Amps erlernen müssen für ganz wichtige Rätsel und auch abgewandelte. Also das mit dem Zerschneider war wirklich sehr cool gemacht. Vielleicht willst du auch mal mit anderen Attacken, weil dort, also die Augen haben jetzt ja grün geleuchtet. Vielleicht gibt es andere Dungeons, also beziehungsweise Ruins, wo dann die Augen dann irgendwie blau leuchten, da muss man, oder braun leuchten, da muss man Zertrümmer einsetzen oder so. Schwester Joy. Wie ich sehe, habt ihr die Beere? Ah ne, das Fehl gefunden. So wollen wir doch hoffen, dass sie hilft. Aber jetzt verwenden die Beere. Du. Oh mein Gott, es lebt. Sehe ich das richtig? Aerodactyl. Du. Ich werde niemals vergessen, was du für mich getan hast. Danke. Dank dir kann ich mein Pokémon wiedersehen. Ich kann meinen Dank gar nicht mit Worte ausdrücken. Du hast so viel für mich getan. Bitte nimm diese zwei Geschenke. Wüstenglas. Ah, dann können wir jetzt durch die Wüste. Und TM27. Ja, Aaron, danke. Mit der Wüstenbrille kannst du nun in der Wüstenregion reisen. Vorher war das nicht möglich. Der Sandsturm hat einen ins Gesicht geschlagen. Mit der Wüstenbrille sollte das nun kein Problem mehr sein. Und das ist die TM-Rückkehr. Die kannst du auch haben. Ja, komm. Ich werd dann mal gehen. Wenn du demnächst mal Zeit hast, besuch mich in Laliwero. Vielen Dank, ich werde dich niemals vergessen. Ja, ich denke mal, der wird noch eine besondere Rolle spielen. Oder, ja, ich vermute es mal. Oder ich hoffe es zumindest. Es wäre noch cool, wenn wir ein bisschen mehr von Aaron erfahren würden. Aber vorerst haben wir mal diese Quest erledigt. Ja, was wird uns als nächstes erwarten? Wer weiß, ich habe keine Ahnung. Ich spiele es ja auch nur blind, Leute. Ja. Was erwartet ihr von mir? Dass ich alles gleich zu Anfang weiß? Nein. Aber
Ich weiß jetzt nicht, wo wir hin müssen, ne? Das ist mal wieder so eine Sache. Das ist oft so, ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Ja, toll. Du. Ich hab keine Ahnung. Du. Ich hab keinen Plan. Wo muss ich denn hin? Ich hab keine Ahnung. Wir haben noch nicht mal Surfer. Ja, jetzt laufen wir so ein bisschen im Kreis, glaube ich. Ja, ich hätte lieber unten durch sollen. Ja, toll. Super, bin ich gleich mal an den falschen Weg. Abgerackert. Abgeackert. Nee, von hier bin ich ja irgendwie, glaube ich, gekommen, wenn ich mich nicht irre. Alter, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Das ist brutal. Ich habe vorhin einen Teil von der Sidequest erledigt, aber nein, jetzt habe ich wieder keine Ahnung, wo ich hin muss. Super, ja. Mir ist klar, dass das jetzt ausgegangen ist. Also jetzt mal ein bisschen gucken. Das haben wir auch schon geholt. Und ja, da ist die Stadt. Toll. Super, das haben wir denn unnötigerweise auch unnötig so gemacht. Ja. Ich vermute jetzt mal einfach, dass wir hier nach oben müssen und dann noch zurückgehen müssen. Also durch hier, durch unsere Höhle. Das ist so meine Vermutung. Was ich mich jetzt noch frage, gibt es hier wieder Geheimverstecke? Weil das basiert ja auf der Smaragd rum, ne? Und da gab es ja, wie man bekanntlich weiß, Geheimverstecke. Das wäre noch irgendwie interessant zu wissen, weil dann würde ich mir auch gerne eins einrichten hier. Ein Geheimversteck, ich habe das früher immer so richtig gerne gemacht. Also das mit den Geheimverstecken, das war so richtig cool. Habe ich mir meine schöne eigene Basis gemacht, das fand ich richtig geil gemacht. Und habe das richtig schön eingerichtet. Richtig schön eingerichtet, ja. Man mag es kaum glauben, aber ich habe das getan. Du. Hier war ja das Kyogre. Und ja, super. In dieser Stadt, das ist Hinkentown. Bam, bam. Zertrümmerer haben wir ja noch nicht, sprich, wir können nicht nach unten gehen. Aber vielleicht nach links. Beim Hinkenpfad. Ja, es ist jetzt wirklich ein bisschen bitter, dass ich halt nicht weiß, wo wir hin müssen, weil. Ja. Ich habe halt keinen Plan, ne? Es ist halt jetzt einfach so. Ah, und das war ja da unten, war ja diese eine Ruine oder Höhle, aber da brauchten wir ja Stärke und das haben wir noch nicht. Der war es darum, dass wir da halt deshalb das auch. Hä, was war jetzt das? Irgendwie so langsam. Habe ich so langsam vor. Hä? Hä? Ist das normal? Nee, aber hier war ja dann auch das. Hä? Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Hallo, ich brauche Hilfe. Ich verstehe nicht, wieso das manchmal so langsam läuft. Das liegt nicht am Emulator. Also ich glaube einfach, das ist das Gras. Vermute ich jetzt mal stark. Oder wenn es regnet und das Gras zusammen oder so. Das kann gut möglich sein, weil Frame Drops sind es nicht. Das würde ich sehen. Na komm. Machen wir nicht so viel unnötiges Zeug. Ah, ich glaube, oben ist das Pokésender. Ja, gehen wir mal auf die Map und schauen, wo wir hin müssen. Wir haben ja das Wüstenglas bekommen. Theoretisch müssen wir ja durch eine Wüste gehen. Rein theoretisch. Ja, war ja die Wüstenruine. Tangoria-Wüste. Schalla. Aber nach Schalla kommen wir nicht. Wüstenhöhle. Mir von Schuala. Lovely City. Ja, ey, das ist klar, aber da kommen wir nicht hin. Gallenberg, da waren wir ja schon. Und Brisen City, weiß ich gar nicht mehr, waren wir schon mal dort? Nee, Anko-Ruinen und Brisen City waren wir ja gerade selber. Ja, genau. Und dann so und. Hä? Was? Hä? Nee. Wüstenhöhle und hier oben ist der Hinkenpfad mit der Wüstenruine. Und diese Wüstenruine führt darüber. Ja, aber wir haben keine Stärke. Oh Gott. Wir haben noch keinen Zertrümmerer. Das finde ich ja mal super gut. Ja, hier brauchten wir. Ein Pokémon könnte es vielleicht zertrümmern, ja. Das ist mir auch klar. Aber ich habe kein Pokémon mit Zertrümmerer. Ich könnte es auch nicht verwenden. Jo, das ist super toll. Tududum. Gibt es hier eigentlich ein Spiegelbild von mir? Nee, aber es gibt Wasser, das Spiegelbilder abgibt, das weiß ich. Ja, super.
Ich bin jetzt hier so in einem Wrack, ja, nee, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ja, ich denke mal, der Part ist schon ein bisschen fortgeschritten, 15 Minuten. Ich werde aufs nächste Mal, auf den nächsten Part schauen, wo wir hin müssen. Dann gibt es hier keinen Rumgesacke und Suche. Aber ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Bis dahin, tschö, Leute, und bleibt fit.